egal. Nächstes Game. Nächstes Game. Gut, der Gegner setzt eine Elixierpumpe und wir haben jetzt Riese, drei Musketiere Kombination. Da spiegeln wir einfach die Pfeile. Da spiegeln wir einfach die Pfeile. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Wir haben die Pfeile dabei und den Spiegel. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt hier die Pfeile spiegeln werde. Aber es hat sich gelohnt. Die Pfeile kontern ja trotzdem die Minions. Die Minions kosten 5 Elixier. Der gespiegelte Pfeil kostet ja nur 4 Elixier. Das war jetzt nicht verkehrt. Gegner 2 Elixierpumpen am Start. Und es scheint so, als hätte der Gegner keine Barbaren dabei und keine Valkyrie, womit er unsere drei Musketiere im Nahkampf countern kann. Das könnte auch eine schöne Sache werden. Das sind gute Barbaren. Richtig schön, der Dark Prince greift den Riesen an und der Rest greift die anderen Truppen an. Das sieht gut aus. Der Riese geht jetzt wahrscheinlich... Down, ja, das ist aber noch okay. Das ist komplett okay. Wir kriegen ja nur noch sein Ice Wizard überlebt. Wir müssten jetzt hier in ein Elixier-Vorsprung gelangt sein. Wir setzen die nächste Elixierpumpe. Der Gegner macht das gleiche. Aber jetzt haben wir den riesen Vorteil. Wir können die Elixierpumpe zusätzlich nochmal spiegeln. Und egal mit was der Gegner jetzt kommt, wir haben die drei Musketiere in der Verteidigung. Und die hauen halt richtig Damage raus. Oh, wenn das jetzt hier mal nicht gefährlich war. Die drei Musketiere dazu. Ja, das ist... Damage geht der Tower trotzdem down. Das werden gute Pfeile nochmal werden, ja. Barbaren davor. Rage Spell. Das ist jetzt hier ein echt kranker Push. Auf jeden Fall ist das ein kranker Push. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, 6 Musketiere im Rage Spell. Damit rechnet der Gegner natürlich auch nicht. Scheiße. Verdammt, 2 Riesen, 6 Musketiere, Barbaren am Start und der Rage Spell. Also wenn das Deck funktioniert, dann schlägt das aber auch richtig rein. Da kam eine Spende rein. Was kam da rein? 1 Euro von Dragon Killer HD. Kauf dir eine Unterhose, XD. Kann nicht wieder in deinen Clan. Ran nur kurz weg, damit er wieder voll ist. Heiße Ingame Dragon Z. Ne, wer einmal raus ist, ist raus. Außen. Klar, okay, das war jetzt eine kranke Sache. Das müssen wir auch scheren. Hahaha, WTF. Ist auf jeden Fall... Es ist ein lustiges Deck. Es ist... Manchmal haut das Deck halt voll rein. Haben wir die... Ja, okay. Nächstes Game. Das Deck macht Spaß. Das Deck macht auf jeden Fall Spaß und die Gegner sind meistens darauf nicht vorbereitet. Okay, der Gegner hat eine Valkyrie. Das ist schon mal krass gegen unser Deck. Das ist stark. Wir müssen jetzt die drei Musketiere nach hinten setzen. Sehr schön, die ging schon mal down. Ich hoffe jetzt, er hat kein... Die Valkyrie hat er ja nicht mehr. Die kann er nicht mehr einsetzen. Er freest das Ganze. Oh mein Gott! Wenn der uns jetzt killt. Das könnte... Ja, sehr schön, die drei Musketiere wurden beschützt. Und die drei Musketiere sind mit Rage am Turm. Der Tower ist down. Schöne Sache. Schnell nochmal einen Riesen davor, der das Ganze tanken kann. Auf der linken Seite jetzt hier nochmal
mit den Skeletons. Er hat einen Mini-Packer am Start. Ich hau mal Prediction-Pfeile raus, um die Musketiere zu beschützen. Schade, da kam eine Walküre, war jetzt gar nicht so verkehrt, aber gut. Und ich denke, das Game sollte hier schon wieder ein Sieg sein. Also das Deck haut echt rein. Wie kriegen wir das jetzt hier schnell beendet? Wie kriegen wir das Game jetzt hier beendet? Ich will jetzt hier auch nicht zu offensiv spielen. Der Tower hat zwar nur 570 HP. Oh, da weiß ich was. Da weiß ich, was wir dagegen machen. Erstmal die einsetzen und jetzt hier perfekt den Sparky surrounden. Ja, klappt ganz gut. Und da spiegel ich einfach die Skeletons und pack sie. Oh mein Gott, das war ja richtig. Na gut, ein Skeleton lebt noch. Ein Skeleton lebt noch, alles cool. Ja, das sah ganz gut aus. Jetzt packen wir. Ah, der Gegner hat einen Freeze und die Walküre. Was machen wir dagegen? Was machen wir gegen Freeze und Walküre? Ich habe einen Plan. Ich tue hier einen Rage-Spell hin. Das könnte krank werden. Und tue hier die drei Musketiere hin. Und egal, was er jetzt einsetzt, er hat die Walküre nicht mehr ready. Und das muss der Sieg sein. Ja, das Ding ist. Das Ding ist gewonnen. Was für ein krankes Deck. 3 zu 0. Und das bei so vielen Trophäen. Ich meine, wir sind hier in den Top. Egal, wir hauen die nächsten Games raus. Ey, das kommt alles. Es ist so abhängig davon, ob man gewinnt oder verliert von der Starterhand. Keine Elixierpumpe, kein Riesen. Ich muss jetzt warten, was der Gegner einsetzt. Ein Golem hat er. Da müssen wir jetzt hier. Ich setze jetzt die Barbaren ein, aber das ist falsch in der Situation. Okay, der Gegner hat nur einen Golem Level 6. Ich spiegel einfach mal die Barbaren und hau sie auf die rechte Seite. Er hat jetzt nämlich keinen. Ah, Kanone, Ice-Wizard kriegt die da relativ gut down. Überleben meine Barbaren jetzt die Explosion? Nein, meine Barbaren überleben nicht. Also jetzt. Warum müssen wir die ganze Zeit gegen diese Golem-Decks spielen? Das ist jetzt ziemlich viel Damage. Den müssen wir aber einfach kassieren. Dagegen können wir leider nichts machen. Den Riesen ganz nach hinten. Und er hat ja den Poison Spell dabei. Ja, da ist er auch schon wieder. Da ist auch schon wieder der Poison Spell am Start. Na, die hauen den Golem aber richtig kaputt. Das kann sich einmal sehen lassen. Rage Spell dazu und der Tower müsste down gehen. Oh, der Mini-Packer, wie geht der denn down? Die Musketiere haben absolut kein Damage kassiert. Jetzt hier noch schnell mal den Riesen davor für den Midfield Giant Track und jetzt geht das hier schon direkt auf den Three Crown Wind zu, ne? Kriegen die Musketiere den Tower down. Oh, ein Baby Dragon! Ein guter Baby Dragon vom Gegner. Aber auf der rechten Seite sind Skeletons und der Riese. Am Turm, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Der Tower ist down, der Gegner schreibt Good Game. Ja, also wenn man mit dem Deck gewinnt, dann so richtig. Das ist so ein komplettes Three-Crown-Win-Deck. Das ist jetzt hier schon wieder ganz klar der Sieg. Laserfake spendet 1 Euro und grüßt Flo das Klo. Okay. Also viele Grüße an Flo das Klo. So. Das lief ja wieder ganz gut. Ich glaube, ich werde da so ein paar Highlights zusammenschneiden. Und das auf YouTube hochladen mit dem Deck. Das sieht jetzt schon wieder besser aus. Wir haben die Elixierpumpe zu Beginn. Setzen diese auch ein. So, den Riesen ganz nach hinten. Die Skeletons distracten schön. Die Minions kommen nicht an meinen Turm ran.
Oh, okay, da kann er ruhig mal vorbeischauen mit dem Riese-Ballon-Kombination. Da habe ich die drei Musketiere, die kriegen den Riesen schön schnell down. Und den Ballon natürlich auch. Kriegen wir noch die Barbaren davor? Leider nicht. Was machen wir jetzt? Wir setzen keinen Rage-Spell an. Das Ganze lassen wir so. Die Barbaren kriegen ein bisschen Damage, ja. Lassen wir durchlaufen zum Turm, setzen noch die Skeletons ein, dass sie die Prinzessin töten können. Den Damage kassieren wir, das ist okay. So, den Riesen ganz nach hinten. Der nächste Push geht los. Pfeile drüber, ja, sehr schön, das sieht gut aus. Jetzt will ich noch auf die linke Seite die Barbaren davor kriegen. Oh, funktioniert nicht. Egal, hauen wir einfach mal den Rage Spell rein. Oh, der Tower ist down. Der Tower ist down, sehr schön. Setzen wir hier selber noch die Barbaren ein. Und wie viel Damage diese Musketiere auf Level 11 dealen mit dem Rage Spell, sogar ohne einen Tank davor. Wir setzen die nächste Elixierpumpe. Den Riesen ganz nach hinten. Und das Game geht nur noch 40 Sekunden. Der Gegner müsste jetzt hier gleich mit seinem Push mal vorbeischauen. Okay, der Gegner kommt auf der linken Seite mit dieser Kombination. Wir sind auf der rechten Seite mit anderen Karten. Ja, jetzt alles oder nichts. Alles oder nichts. Jetzt die Frage, wer gewinnt das Space Race? Und das gewinnen wir. Das sind sechs Musketiere. Also das. Ich habe den King Tower gesehen, der war ja einfach weg. Ich dachte jetzt, okay, der Gegner hat schon ein bisschen Damage rausgehauen am King Tower. Ich gucke auf den gegnerischen King Tower und der ist einfach schon weg. Unglaublich. Unglaublich, ey. Was zur Hölle war denn das? MB Twitch fasst es ganz gut zusammen mit den Worten: Geile Scheiße, das Deck gefällt mir. Hätte ich nicht besser formulieren können. Ja, danke für die ganzen, für die ganzen Komplimente. Ja, ich find das Deck witzig. Ich finde das Deck witzig. Oh, das ist genau die Starterhand, die wir brauchen. Eine Elixierpumpe. Der Gegner setzt auch eine Elixierpumpe. Er denkt jetzt noch, dass alles gut aussieht, aber wir warten einfach und setzen gleich die nächste Elixierpumpe, lassen den Gegner kommen. Also ich reg mich ja immer über eine Elixierpumpe auf. Aber wenn man zwei hat, ist das Ganze natürlich geil. So, erstmal das eingesetzt. So, dahinter jetzt die Skeletons. Der Ice Wizard kann die nicht one-hitten. Der Ice Wizard geht jetzt hier auch down, der Dark Prince ist auch schon weg. Wir setzen nur den Riesen ein. Wollen wir jetzt die drei Musketiere? Ne, wir setzen nicht die drei Musketiere dahinter. Wir setzen einfach die nächste Elixierpumpe. Und noch eine Elixierpumpe. Ja, das ist doch hier eine Verarsche. Was geht denn hier ab überhaupt? Das kann doch. Der Gegner haut nur die Daumen nach oben. Ich glaube, der ist genervt. Okay, jetzt hat er den Dark Prince am. Den normalen Prince am Start. Vielleicht kommt wahrscheinlich auch noch der Dark Prince. Immer was zum Distracten eingesetzt. Die Skeletons. Jo, sehr schön, läuft wieder zurück. Jetzt hier schnell den Riesen. Jo, perfekt. So muss das Ganze aussehen. Und der Gegner schickt mir den heulenden Smiley. Die Barbaren dazu. Das Ganze wird geraged und der Push kann beginnen. Ich hau nochmal Pfeile drüber. Ne, okay, das sieht. Der Gegner haut auch nochmal Pfeile drüber. Ist das schon der Three Crown Win?
Verdammt! Was ist das denn für ein Deck? Ich kann es nicht fassen. Also ich spiele jetzt schon unglaublich lange Clash Royale und viel, aber so ein Deck habe ich noch nie gesehen. 4 Elixierpumpen, alles klar. Oh mein Gott. Ich finde, das ist das beste 3-Musketier-Deck überhaupt, oder? Junge Trimax, was machst du denn? Stimmt. Stimmt auf jeden Fall. Onkel Dominik, Hashtag geile Scheiße. Richtiges Hashtag an der Stelle. Also, ich wurde oft gefragt, ob ich ein 3-Musketier-Deck zusammenstellen könnte und mal vorstellen kann. Ich sagte immer, nö, die 3-Musketiere sind Müll, aber das Deck finde ich ganz geil. Einfach mit dem Spiegel. Okay, und das ist wieder die Starterhand, die wir brauchen. Eine Elixierpumpe gesetzt. Der Gegner setzt auch eine und es ist wieder das Gleiche. Es ist echt wieder das Gleiche. Da ist ein Miner am Start. Das kann er machen. Die Elixierpumpe kann er ruhig haben. Er hat jetzt hier auch schon den King Tower aktiviert. Das ist ja unnormal grottenschlecht. Er spielt ein Miner-Deck und aktiviert meinen King Tower absichtlich. Das muss ein Missklick gewesen sein. Wir ragen das Ganze. Was hat der Gegner für eine Karte? Er setzt eine Kanone an, die fällt einfach um. Er setzt Kobolde ein, die fallen auch einfach um. Er zappt das Ganze, das ist natürlich nicht schlecht. Aber der linke Turm ist schon down. Jo, perfekt. Gut, was machen wir jetzt? Eine Elixierpumpe hier hin gleich. Ne, der Gegner spielt tatsächlich einen Miner. Der Gegner spielt einen Miner und aktiviert meinen King Tower. Jedes Mal, wenn er jetzt den Miner losschickt, stirbt der einfach sofort weg. Ich habe einfach... Der Gegner schenkt mir einfach einen zusätzlich aktivierten Turm. Warum macht er das? Hier die schönen Barbaren hin, die halten da einfach alles auf. Die Skeletons in den Miner, die fallen. Das geht auch schnell down. Ja, das sieht gut aus. So, den Riesen ganz nach hinten und das wird jetzt hier der Push werden. Das wird jetzt, denke ich, hier der Push werden, der alles... Ich setze jetzt mal hier eine Elixierpumpe ein. Und er setzt den Poison Spell zu einem völlig, völlig, völlig falschen Moment. Und ich will jetzt hier nicht spoilern, aber das werden hier wieder... das werden hier jetzt wieder die 6 Musketiere. Zack. Jetzt kann's losgehen. Das wird jetzt noch geraged. Und das Spiel ist eröffnet. Achtet auf den Turm. Na okay, er setzt natürlich da jetzt einen guten Giftzauber ein. Aber die Musketiere sind immer noch geraged. Die sind immer noch geraged und hauen da guten Damage raus. Der Riese tankt das Ganze. Und da sind schon wieder die nächsten 3 Musketiere. Was ist denn das? Was ist denn das? Also mit dem Deck ist ja irgendwie alles möglich. Was geht denn hier ab? 6 Musketiere in einem Rage-Spell. Und wir gewinnen einfach. 4200 Trophäen. Sehr geil, die nächste Spende. Ziehen wir uns auch mal rein. Es kam rein. 5 Euro! 5 Euro von Heide83. Was los? Schlafen die Spenden ein? Los, Leute, überbieten und mitmachen. Okay, sehr nice. 5 Euro von Heide83. Mit der Motivation, dass hier mehr Leute spenden können. Stimmt, wir sind... Also gestern wurde ja mega viel gespendet, auch wenn ich das jetzt nicht brauche. Das war ja gestern schon ordentlich, was dabei rauskam. Aber wir sind hier fast 1300 Zuschauer. Und jetzt kam eine...
Spende rein. Aber trotzdem eine geile Sache. Danke dafür. Okay, wir starten das nächste Game. Bitte Sarwin wissen, wie ich gegen sein Deck ankomme. Wir starten mal lieber ein paar Live-Matches. Hat Trimax heute 190 Euro bekommen? Nein, nicht heute. Das kam überwiegend von gestern. Heute habe ich 10, glaube ich, bekommen oder so. Ja. Keine Elixierpumpe. Das ist natürlich immer nicht so lecker. Aber dafür haben wir die Skeletons. Die werde ich jetzt einfach mal einsetzen. Und dann die Elixierpumpe. Auch kein Spiegel am Start. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Verteidigung auf der linken Seite gegen den Royal Giant. Der haut einen Feuerball drauf. Wie kriegen wir jetzt billig oder günstig seine Prinzessin weg? Wir haben keine kleine Einheit dafür, ne? Ich setze jetzt mal den Riesen ganz nach hinten und setze die Skeletons in seine Prinzessin ein. Die hat jetzt hier halt schon Damage gedealt, ne? Das war nicht schlecht. Das waren ganz viele Schüsse. Aber ich hatte keine Karte. Ich hatte keine Karte, um hier irgendwie die Prinzessin da kostengünstig zu töten. Was hat der Gegner? Hat er einen Feuerball? Okay, er hat eine Prinzessin. Das darf natürlich nicht passieren. Da haben wir direkt die Pfeile drüber, bevor sie einen Schuss auf unsere Musketiere rausbekommt. Ja, das sah ganz gut aus. Jetzt ragen wir das Ganze. Ich hoffe, er hat keine Barbaren und keine Valkyrie. Und er hat die Barbaren. Aber gut, der Riese macht auch alleine noch guten Damage. Achtet auf den Riesen. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Was? Okay. Wir setzen die nächste Elixierpumpe ein. Die Skeletons hier hin zum Distracten. Ich will jetzt hier keine Barbaren extra einsetzen. Ja, das sah noch ganz gut aus. Okay, der rechte Turm hat nur noch 12 HP. Da hauen wir jetzt einfach nur die Pfeile drüber. Vielleicht sind da noch die Minions am Start. Ne, wir treffen sogar noch die Barbaren. Sehr schön. Die können sich jetzt hier gegenseitig alle kaputt kloppen. Das sollte kein Problem werden. Jetzt setzen wir hier die drei Musketiere ein. Und der sollte relativ schnell fallen. Und ein... Oh, okay. Das ist krass. Das war krass. Vom Gegner. Oh, aber auch schöne Skeletons. Darf man auch nicht unterschätzen. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt hier auf einen 3-Crown-Win gehen. Das war die falsche Entscheidung auf jeden Fall. Obwohl, wir haben hier nochmal die Barbaren. Wir spiegeln jetzt die Barbaren gegen den Royal Giant. Und das sieht auch nicht so schlecht aus. Ich rage das Ganze jetzt nicht, weil der Gegner hat wieder Feuerball und Sepp am Start. Aber er hatte es noch nicht zusammen. Er hatte es noch nicht zusammen. Ich setze jetzt hier die Elixierpumpe hin. Okay, das war jetzt auch egal. Der Tower ist eh down. Jetzt ist die Elixierpumpe da sogar relativ schlecht am Start. Und das ist schon der Sieg. Achso, das ist schon der Sieg. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Das ist schon der Sieg. 22 Trophäen. Nächstes Game. Ja, das ist... Max, erklär gleich mal, wie man mit diesem Deck spielt. Dann spiele ich es auch. Ja, so, ja, ich hau hier die ganze Zeit schon Tipps raus. Wir wollten natürlich den Spiegel und die Elixierpumpe auf der Starterhand haben. Das hier nicht funktioniert. Ich setze jetzt die Skeletons ein, das macht Sinn. Dadurch habe ich die Elixierpumpe ready. Setze ich jetzt ein. Okay, der Gegner spielt einen Prinzen. Und eine Prinzessin. Und das sind schöne Pfeile. Und auch der... Ja, das ist gut. Nee, das war eine schöne Verteidigung. Er kriegt nur einen einzigen Hit an den Turm raus. Und wir haben eine Elixierpumpe. Oh, das kann gleich schon mal ein guter Push hier werden. Ich setze erstmal nur Skeletons ein. Die drei Musketiere. Ich hoffe, er hat kein Fireball und kein Poison Spell oder sonstiges dabei.
Ich rage das Ganze mal. Ich gehe mal davon aus, dass er einen Dark Prince am Start hat. Ja, da ist er auch schon. Der geht aber down im Rage-Spell. Oh, was für Pfeile. Ja, der Tower. Der Tower ist down. Er haut nochmal die Pfeile rüber. Das bringt natürlich auch nichts. Ist das jetzt hier schon der 3-Crown-Win? Ist das Ding schon zu Ende? Ja, es ist wieder ein, es ist ein Sieg. Krass. Also, es ist echt komplett... Man hat entweder komplett verloren oder man gewinnt komplett. Das ist echt ein ganz krankes Deck. Aber oh gut, ist actionreich. Es ist immer, geht immer ordentlich was ab.